Ja, willkommen zu unserer Präsentation. Wir sind die Gruppe Music Mixer. Also wir haben uns dieses Wochenende mit dem Projekt Music Mixer beschäftigt. Das hier ist Janne, Riley, Cien, Ben und ich. Der Inhalt ist erstmal die Grundidee, also wie wir auf die Idee gekommen sind. Ja. Das Coding und welche Probleme wir beim Coding getroffen haben und das momentane Endprodukt. Ja, also zur Grundidee ist, man kann ja nicht einfach irgendwelche Töne zusammenschmeißen, um damit daraus Musik entsteht, wobei manche das vielleicht als Musik verstehen könnten, aber es klingt halt nicht so, wie man sich das vorstellt. Deswegen haben wir uns mal angeguckt, wie machen das denn so die Musiker, wenn die so ein Musikstück schreiben. Und dann sind wir ganz schnell auf Regeln gestoßen, die nennt man auch Musiktheorie. Und ja, die haben wir dann benutzt, unter anderem den Quintenzirkel, wo wir dann einfach den Grundton auswählen konnten und dann halt die Akkordstufen davon uns bilden konnten. Den kann man auch bei uns im Programm benutzen, um sich seine Akkorde zusammenzustellen. Ja, und dann hatten wir uns noch gedacht, einfach nur Akkorde sind ja auch langweilig. Deswegen brauchen wir natürlich noch so eine Art Rhythmus. Und dann hatten wir noch einen Rhythmus integriert. Und dann brauchen wir natürlich noch verschiedene Sounds, weil man kann ja nicht immer nur auf einen Sound bleiben. Und dann ja, haben wir halt noch ein paar Sounds integriert. Das war es eigentlich mit der Grundidee. Wir haben unser Programm in Python geschrieben. Und da Python weder ein User-Interface hat, noch vernünftige Sounds, die man für Musik benutzen kann, mussten wir Libraries benutzen und dabei sind ein paar Probleme aufgetreten, zu denen wir jetzt kommen. Als Teil des Backend-Teams waren wir dafür zuständig, die Programmlogik hinter den sichtbaren Programmen zu erstellen und dabei sind wir natürlich auf verschiedensten Problemen gekommen. Das wohl beständigste Problem war das Abspielen von unterschiedlichster Musikdateien und Typen, die wir für die unterschiedlichen Aufgaben ausgewählt haben, auch ausgelöst durch eine anfänglich von Kommunikation geprägte, Kommunikationsproblemen geprägte Zusammenarbeit. Die Lösung brachte dann ein gemeinsam erstellter mit Unterstützung erstelltem Code, welche eben die unterschiedlichen Musikdateien für die unterschiedlichen Aufgaben entsprechend abspielbar machen lässt, auch durch die verbesserte Kommunikation bedingt hergestellter Code. Ja, ein weiteres Problem war auch, dass das Frontend-Team, also Janne und ich, am Anfang nicht wussten, wie wir den Canvas, also das, was der Nutzer dann sieht, quasi herstellen oder bauen. Und aber durch gute Kommunikation und Teamarbeit konnten wir eigentlich immer unsere Probleme gut lösen. Ja, dann kommen wir auch schon zum Endprodukt. Ja, das ist der Welcome Screen quasi. Da sieht man quasi den Text, der einen willkommen. Und ja, dann ist da ein Button, let's go. Hier kann man jetzt seine Musik quasi konfigurieren. Da hat man links einen Quintenzirkel, nennt sich das. Das heißt, da kann man seine Akkordfolge einstellen. Und rechts hat man die Drums für den Beat. Und die Slider da unten, die man verstellen kann, wie man sieht, die geben quasi an, wie oft die Drums im Takt gespielt werden. Auf Play kann man dann drücken. Dann sollte man es eigentlich hören. Ah ja. Das ist der
Beat quasi, den man da dann machen kann. Genau. Das. Also es war noch nicht fertig. Es war noch nicht ganz fertig. Ja, wir wollen dann nochmal Danke an unsere Mentoren Gabriel und André sagen und das war unsere Präsentation. Ich hoffe, es hat euch gefallen.